Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu God of War. Wir haben gerade den See des Lichts erreicht und sehen uns hier mal diese Was Schale wird an, gefragt? wo scheinbar Ohne was. mich oder in mir, den Tod werde ich dir geben. Doch in dir selbst bin ich das reinste Leben. Aber ich sehe hier nirgendwo Runen. Wir müssen die Antwort finden. Zurück zum Boot. Ist das ein Rätsel, das wir nur für einen Nebenauftrag brauchen, oder ist das storyrelevant? Ich gehe eher von letzterem aus. Da hinten sehe ich irgendwas. Traurig, der Streit zwischen den Alben. Alfheim ist so schön, aber Krieg macht es hässlich. Du siehst mit den Augen eines Kindes. Im Krieg sieht ein Soldat Schönheit nur im Blut seines Gegners. Der Rest von ihm ist verloren und kehrt manchmal nie zurück. Du hast in Kriegen gekämpft, nicht wahr? Für Kriege gibt es zwei Gründe: Überleben oder Gewinn. Eine Schlacht gewinnt vielleicht der bessere Soldat. Einen Krieg gewinnt der, der bereit ist, alles für den Sieg zu opfern. Gut gesagt. So, da hinten. Welches Level hast du? Ah, Level 2 ist ja easy. Erwischt. Oh, hi. Na super, noch so ein Spiegel. Die dritte von den verborgenen Kammern. Ja, gefunden, aber noch nicht geöffnet. Ich denke mal, ich sollte sie zumindest untersuchen. Was? Ach, du Scheiße. Na komm, Drecksvieh. Ist es denn? Ich brauche mehr Zeit. So, jetzt ist gut hier. Was haben wir hier? Oh, Sammelgegenstand. Kriegsbeute. Eine von sechs. Sehr schön. Mehr Hacksilbermöglichkeiten. Was haben wir hier? Oh, yummy. Okay. Ach, da muss ich auf die andere Seite. Kann ich darüber? Ja, sehr gut. Puh. Ich dachte, die Zeit würde nicht ausreichen, um da rechtzeitig rüberzukommen. Jawohl. Und zack. 1500 Hacksilber, das sieht man doch gerne. Und hier haben wir sogar etwas noch Besseres. Was? Das sah jetzt aus der Perspektive leicht wie ein Rabe aus. Oder? Die Blätter, die wie Flügel wirken? Ich dachte, das wäre ein Rabe von Odin oder so etwas. Dann habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, sind die Viecher groß, weil den ersten Raben, den ich erledigt habe, habe ich auch noch nicht mal gesehen. Das war irgendwie ein glücklicher Zufall, dass ich den erlegt habe. Rasender Frostriese, drei mächtige Schmetterschläge, die die Gegner in die Luft schleudern. Ach so, ein schwerer Angriff. Wie sieht der aus? Zack, zack, zack. Aha, und der Amboss sieht wie aus? Na, dann lieber das. Ah, und hier kann ich wieder runter, okay. Aber Moment mal, wäre ich da in der Lage gewesen? Moment. Weil da habe ich auch wieder irgendwelche Wurzeln gesehen. Die Frage ist, kann ich die von hier aus alle erledigen? Beziehungsweise abwerfen mit der Axt? Okay. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe keine Ahnung.
Keine Ahnung, was ich jetzt damit bewirkt habe, aber irgendetwas habe ich gemacht. Ob es gut oder schlecht ist, wird sich wohl noch rausstellen. Hier war genau die Kammer. Die würde ich einmal gerne untersucht haben. Für den Fall der Fälle, nicht, dass sie vorher nicht auf der Karte markiert wird. So. Und jetzt schauen wir uns hier... Ach, nö. Kannst nicht. So. Drecksvieh. Und... Die Kristalle sehen aus, als wären sie später noch wichtig. Noch haben wir ja dieses mysteriöse Licht noch nicht bekommen. Aber irgendwann kriegen wir das schon. Ach, die Viecher sind Odins Raben. Ach, bin ich blöd. Ach, Mann, ey. Da hätte ich auch alleine drauf kommen können, diese grünen Viecher. Ach, Mensch. Ja klar, die habe ich so oft schon gesehen. Ah, jetzt macht das Ganze auch Sinn. Alles klar. Dann weiß ich jetzt zumindest, wonach ich Ausschau halten muss. Diese Viecher sind natürlich etwas auffälliger als so kleine schwarze Rabenviecher. Ja, die werden hier in der Umgebung eher untergehen. Aber ey, so, diese Kristalladler, wie ich sie ja bereits einmal genannt habe, die sind in Ordnung. Die kriege ich... Die kann man ausmachen. Okay, jetzt hat er hier was. Ah, ewiges Gold. Alles klar. Das hat es also gebracht, das Ding runterzuschießen. Gut. Shindri sagte, Mutterbeine-Kriegerin. War sie auch in einem Krieg? Sozusagen. Ihre Familie wurde von feindlichen Rivalen getötet. Und nur sie überlebte. Oh. Sie wurde zur Kriegerin. Doch ihr Krieg war das Überleben. Sich allein einer gnadenlosen Welt zu stellen. Und darum bat sie Shindri und Brock um die Axt? Sie war stark genug für eine solche Waffe und weise genug, Gutes zu tun. Sie machte es sich zur Aufgabe, die Schwachen zu schützen. Dann half sie den Alben? Nein. Oh, ich dachte jetzt für kurze Zeit, dass da oben wäre eine Kiste, deswegen habe ich das Boot gewendet. Aber jetzt sehe ich auch erst, dass es nur eine Feuerschale ist. Hoppala. Was haben wir da hinten? Das sieht ja auch interessant aus. Da muss ich bestimmt noch irgendwann mal hin. Vielleicht sogar jetzt. Ist hier eventuell irgendwo in der Nähe eine Anlegestelle? Ja, das sieht doch gut aus. Was haben wir hier? Lichtalben. Heiligtum. Okay. War da eine Kiste? Nein. Oder eine Urne? Hallo. So, zack. Na, warte. Dreck. Man sieht sogar den Schatten von dem Vieh unter der Erde. Das ist ja krass. Und zack. Weg mit dir. Ah, jetzt hätte ich eigentlich bei den Viechern diesen perfekten Konter üben können. Die Fähigkeit habe ich ja freigeschaltet, aber die Verwendung, die sollte ich lieber mal üben, bei Möglichkeit. Ja, okay, aus der Position aus... Von der Position aus... Ich muss da oben hin, wo der Typ gestanden hat. Von da aus kriege ich es hin. Hep. Was? Ach, muss ich da wieder irgendwas festklemmen oder was? Oder einfach nur laufen. Ja. Das geht natürlich auch. Ach, Dreck. Fuck you, fuck you, fuck you. Da. So.
Ach, Dreck, ey. Ich erreiche das nie rechtzeitig, das Viech. So. Es ist Ruhe hier. Vor allen Dingen sollte ich jetzt auch mal öfter mit der Axt kämpfen. Wozu habe ich sie auch aufgebessert? Okay. Wie soll ich das denn jetzt hinkriegen? Ach, zur liebe Zeit. Oh, okay. Come on! So ein Mist. Übersehe ich hier irgendwas? Ach, Moment! Nee, geht auch nicht. Ach, Moment. Ich glaube, jetzt habe ich's. Oder auch nicht. Ja, jetzt habe ich's. Okay, das hat ein bisschen gedauert, aber jetzt habe ich es auch endlich gerafft. So. Ach, what the fuck? Come on. So. Und das Ding. Oh shit. Oh nein, oh nein, oh nein. Das wollte ich nicht. Okay, Level 3, das geht ja noch. Okay, fuck it. Spartas Rage, ihr Wichser. Yikes! Yikes! Ah! Nein, nein, Alter! Was? Oh, na toll. Wann war der letzte Kontrollpunkt? Ich hoffe, er war nicht allzu lange her. Ich hoffe, irgendwie kurz nachdem ich das Tor passiert habe oder so. Ja, okay, er ist hier. Nochmal Schwein gehabt. Komm. Wenn ich den Level 3er Typen erledigt habe, dann ist der Level 4er Typ eigentlich kein Problem mehr. Das Problem an den Gegnern ist die Quantität, nicht die Qualität. Pass auf deine Axt auf! Jetzt reicht's mir. Wieso? Wieso konnte ich ihn jetzt nicht? Ach, komm schon. Nein. So, sehr gut. Präzisionswurf, Bitch. Der Schaden meiner Axtwürfe hat sich ja zum Glück schön verbessert. Yikes! Eieieiei, nein, nein, nein! Alter, wie kann ich denn nochmal meine Runenangriffe benutzen? Ah, alles klar. Sehr gut, sehr gut. Nein! Yes! Sehr gut.
endlich mal mit den Runenangriffen hier ein bisschen gearbeitet. Nein. Dann. Das war's. Yes. Bitches. Robustes Schild der List. Und robustes Schild der Ratten. Und was kriege ich? Legendärer Weltenstaub. Sehr gut. 2 von 18. So gefällt mir das. Ah, Hallöchen. So. Damit wäre dieser Weg schon mal offen. Und hier sogar auch. Herrlich. Nein, ich wollte nicht runter. Da lag doch was. Och Mann. Dreck. Jetzt muss ich da noch einmal zurück. So. Außerdem war hier ja noch ein Weg. Hallo. Schöne. Bitte sag mir, dass ich hier einfach nur die Runen finden und kaputt werfen muss. Eine offensichtliche Rune müsste es hier doch zumindest geben, oder? Hier drüben. Was? Was? Wo? Wo? Wie? Was? Warte mal. Ah, okay, das war eine richtige. Das war eine falsche. Okay, das war eine. Mist. Das war auch keine richtige. Okay, das war eine. Ach. Also Moment, das hier war eine richtige. Jawohl. Das hier. Und die hier. Yes! Passt. Und wir kriegen einen Apfel. Perfekt für unsere Gesundheit. Das gefällt mir. Ach, und ich habe bereits 3 weitere gesammelt für die Gesundheitsverbesserung, oder wie? Oder wurde ich jetzt nur geheilt? Moment mal. Lebenspunkte 181. Matthäus, ich glaube, es hat sich echt verbessert, oder? Krass, nicht schlecht. Okay. Durch, 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 durch. Gut. Und jetzt holen wir uns noch das, was da oben auf einmal erschienen ist. Ich hoffe, es liegt noch da. Ja, gut. Nein! Och, Kratos! Was soll denn der Scheiß? Ich glaube, es hackt. Ich stand doch näher an diesem Gegenstand als an dem Abgrund. Und Kratos entscheidet sich trotzdem lieber dafür, den Abgrund runter zu hüpfen. Meine Fresse, ey. Aber ich gebe nicht auf. Ums Verrecken nicht, glaubt's mir. Diesen Gegenstand kriege ich noch. So. Jetzt gehe ich ganz nah ran, ne? Und warte, da, jetzt. Kriegsbeute, danke. Mann. Okay, jetzt hole ich mir die Truhe ab. Oder, oh, ein Durchgang hat sich geöffnet. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und hier ist eine Kammer. Erwische ich von hier aus alle drei? Was ist das? Das wird schwierig hier. Muss ich das Ding etwa auch erwischen? Ich glaube, ich muss auf einer leicht erhöhten Position stehen, oder? Irgendwie glaube ich nicht, dass ich das von hier aus hinkriege. Was kann ich denn hier machen? Ah!
Ach du liebe Zeit. Das ist die Position, in der ich sie haben möchte. Mist. Ich brauche eine höhere Position. Aber wie erreiche ich sie? Ich wollte schon sagen, wie weit kann ich das jetzt noch zurück? Yes! Ah, alles klar. Perfekt. Und hier kriegen wir... Hallo? Ein Quasia-Amulett. Ausweichen in letzter Sekunde aktiviert. Weltenverschiebung... Ach, aktiviert eine Weltenverschiebung, wodurch Gegner in der Nähe... Hoppala. Wodurch Gegner in der Nähe vorübergehend verlangsamt werden. Eine Verbesserung verlängert die Dauer des Effekts. Krass. Ein passiver Effekt. Ha. Weniger Abwehr, dafür aber Vitalität. Aber es setzt auch gleichzeitig meinen Level irgendwie nach unten. Auch blöd. Ach, na großartig. Wo kommst du denn her? Jungchen, die Party ist doch schon längst gelaufen. Arme Sau. Kommt so ein kleiner Typ hier vorbeigestapft und denkt noch, er könnte was abstauben. Gut, damit hätten wir diesen Teil vom See der Neuen auch hinter uns. Nice Sache. Das ist immer schön, wenn man hier die ganzen Gegenden erkunden kann und man findet dabei Ausrüstung, Geld, noch mehr Ausrüstung. Es lohnt sich. Vater, wie bei einem Rollenspiel. Kennst du noch jemanden, der Stimmen gehört hat? Ich kannte verzweifelte Seeleute, die, als uns die Vorräte ausgingen, ihren Durst mit Meerwasser stillten. Oh, schlechte Idee. Sie schworen, dass die Sirenen, boshafte Kreaturen, die von Inseln aus zu ihnen sangen, ihre Frauen und Töchter seien, die sie heimriefen. Sie steuerten uns auf die Riffe zu und brachten alle in Gefahr. Wie habt ihr sie geheilt? Wir warfen sie über Bord. Oh, gut, dass ich kein Meerwasser getrunken hab. Stimmt's? Ja, das stimmt. So nach dem Motto, sonst würde ich dich auch über Wasser werfen, gnadenlos. Die blaue Tür. Sohn oder nicht? Das muss der Eingang sein. Gehen wir. Nein, so krass ist Kratos nun auch wieder nicht. Was machen die denn? Na toll. Die Brücke ist weg. Sie haben den Kristall mit diesem Zeug bedeckt. Warum? Um Verstärkung den Weg abzuschneiden. Hallo. Was geht mit euch? Alter. So, und der weg mit dir. Oh, nice. Geil, ich habe den anderen Typen sogar noch damit erwischt. Geile Sache. Und weg. Und du bist auch dran. So. Nice. Ach, diese Viecher nerven. So, hier haben wir schon mal ein Rädchen, das wir drehen können. Und auf der anderen Seite ist auch eines. Ja, schauen wir mal, was das bringen wird. Schauen wir mal. Oi. Gut, also das hat etwas bewirkt, glaube ich. Hoffe ich auch. Mach dich bereit, Junge. Och, what? Jetzt kommen wieder welche da? Ah, na super. Zack.
Bitches. Und ab dafür. Warum mögen die uns nicht? Wir gehören hier nicht hin. Bestiarium aktualisiert. Neuer Tipp hinzugefügt. Gucken wir uns das doch mal an. Dunkelalb. Anders als die Lichtalben aus Alfheim bevorzugen die Dunkelalben finstere Orte. Vielleicht wollen sie deshalb das Licht verdecken. Sie können fliegen und sind offenbar ziemlich schlau und gut organisiert. Mehr noch als die meisten unserer bisherigen Gegner. Ihre Waffen sind vielseitig und sowohl im Nahkampf als auch auf Distanz nutzbar. Ähnlich wie Vaters Axt. Dunkelalben greifen gerne gemeinsam an. Wenn Vater einen schweren Angriff landet oder pariert, kann sie das auseinandertreiben. Aha. Was hat er noch so? Autre. Mutter erzählte mir mal eine Geschichte von Autre. Ein Zwerg, der sich in einen Otter verwandeln konnte. Daher wohl auch sein Name. Was ist dieser Autre? Wie wurde er zum Drachen? Ich könnte Vater fragen, aber ich weiß, es ist ihm egal. In solchen Momenten voller Fragen vermisse ich Mutter am meisten. Ja. Kratos braucht man gar nicht fragen. Der interessiert sich so etwas nicht. Es sei denn, es ist ihm im Kampf zu irgendwas Nutze. Riesig, mächtig, wütend, aber zum Glück nicht sonderlich schlau. Der Ogre ist einer der hässlichsten Gegner, denen wir begegnet sind. Mit ihren gewaltigen Armen haben sie eine große Reichweite und wenn sie auf den Boden schlagen, erzeugen sie starke Schockwellen. Viken? Große Streitkolben? Okay. Wir sollten sie schnell erledigen, da fast alle Wunden bei ihnen heilen. Ugh. Hatte ich gar nicht in Erinnerung, dass sie sich heilen können. Schwerer Droge. Droge, Projektil, schleudern Feuerbälle. Wie machen sie das? Sie greifen gerne aus der Ferne an, was sehr lästig ist, wenn wir gegen andere Gegner kämpfen, aber zum Glück halten sie nicht viel aus. Große Angriffsreichweite, aber wenn wir ausweichen oder blocken, sollten wir sicher sein. Er muss sein Projektil erst formen. Wenn einer von uns seinen Angriff unterbrechen kann, muss er erneut beginnen. Sonst noch was? Brock. Wir trafen diesen Zwerg auf dem Weg zum Berg. Er ist ein Schmied, anscheinend ein sehr berühmter Schmied. Er hat die Leviathan-Axt gemacht und für Vater verstärkt. Er war etwas unfreundlich und mürrisch, aber irgendwie mag ich ihn trotzdem. Hoffentlich sehen wir ihn wieder. Sindri ist auch ein berühmter Schmied, aber er ist ganz anders als sein Bruder. Sindri mag Schmutz überhaupt nicht. Seltsam für einen Zwergenschmied, doch er ist genauso talentiert wie sein Bruder. Warum sie sich wohl nicht verstehen? Die Waldhexe. Wir trafen... Sie war zuerst wütend, weil wir auf ihn geschossen haben, aber wir konnten sein Leben retten. Sie lebt unter einer riesigen Schildkröte, auch eine Freundin von ihr, und scheint sehr nett zu sein. Okay, ich wusste gar nicht, dass diese Schildkröte, unter der sie lebt, ein Weibchen ist. Wir haben die Weltenschlange von Midgard geweckt. Vater dachte, dass sie uns fressen will, aber Mutter sagte immer, dass Jörmungadr eine freundliche Riesin sei. Ach, die Schlange ist auch eine Sie. Na super. Lauter Weibchen hier in der in der Tierwelt. Wusste ich auch nicht. Und ist Jörmungadr der wahre Name von der Schlange? Scheint so. Aber ich konnte sie nicht... Sie versuchte mit uns zu sprechen, aber ich konnte sie nicht verstehen. Ich frage mich, ob das die Sprache aller Riesen ist. Momentan scheinen wir sie nicht zu interessieren. Ich möchte mit ihr reden. Ich habe so viele Fragen. Wo kam sie her? Was macht sie den ganzen Tag? Was frisst sie? Vielleicht gibt es einen anderen Weg, mit ihr zu sprechen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Antwort auf was frisst sie... Ich habe das Gefühl, alles. Im Notfall auch uns. Deswegen. Lieber vorsichtig sein. Mit dem Viech. Ich traue der Schlange ehrlich gesagt immer noch nicht, auch wenn er fest davon überzeugt ist, dass sie freundlich ist. Habe ich in die falsche Richtung gedreht? Ja, Tatsache. So. Moment, so miteinander kombiniert sehen sie aus wie eine Rune. Und was bedeutet die? Sinn. Komm, zurück zur Sandschale. Okay. Einen Weg in den Tempel finden. Ergibt sich der Sinn vielleicht auf der anderen Seite? Ist da etwas zu sehen? Ah, wahrscheinlich nicht. Das sah jetzt nicht so danach aus. Ach, vorbei?
könnte ja doch sein. So, und zack. Und ergibt es von hier aus Sinn? Die Sonne und der Ring formen eine Alpenrune. Aha. Und die bedeutet? Was wird gefragt? Ohne mich oder an mir, den Tod werde ich dir geben. Doch in dir selbst bin ich das reinste Leben. Eine Seele? Ja. Oder der Geist? Wasser ist damit gemeint. Oh, Wasser. Okay. Klar, macht Sinn. Schon wieder die Stimmen? Junge! Es waren wieder die Stimmen, aber andere Stimmen. Weniger wütend. Sie baten um Hilfe. Wir sind wegen des Lichts hier. Es ist mir egal, wer sie sind oder was sie wollen. Dir ist immer alles egal. Willst du mir irgendwas sagen? Nein. Lügen. Ja, es dauert nicht lange, dann wird es wahrscheinlich den ersten Streit zwischen den beiden geben. Was passiert? Sieh mal, was wir gefunden haben. Eieieiei, Hallöchen. Vater? Ja. Das ist ja geil. Die Stimmen, die ich gehört habe, sie waren schwer zu verstehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Mutter war. Was? Das ist nicht möglich. Ich habe sie gehört. Atreus, das reicht jetzt. Ringtempelgraben. Er sieht anders aus. Super. Sieh dir diese Hörner an. Mich, Junge. Er wirkt wie einer von höherem Rang. Das kann nicht gut sein. Nope. Fuck. Ist vielleicht sogar der Boss von dieser... von diesem Gebiet. Wow. Alter, was... So. Nice. Und zack. Ich bin bereit. Wo bist du? Wo ist die Sau? So. Und tschüss. Puh. Bestiarium aktualisiert. Wenn wir es schaffen, die Dunkelalben einzufrieren oder zu schwächen, können sie sich nicht in der Luft erholen. Ah. Halte dich von den Käfigen fern. Warum sind sie eingesperrt? Ich habe das Gefühl, da gibt es gute Gründe für. Schauen wir mal. Mach dich bereit. Was? Hallo. Zack. So. Hoffentlich war's das wert. Schauen wir mal. Es ist echt nur das eine Ding? Der eine Knotenpunkt? Ach, ich weiß schon, ich weiß schon. Dorthin schmeißen und hier erst zurückrufen. Hat nicht so funktioniert, wie ich es mir erhofft hatte. So vielleicht? Ein bisschen weiter nach rechts schmeißen? Ach, Dreck. Müsste doch eigentlich vom Ansatz her richtig gewesen sein. Yes! Geht doch! Wunderbar! Tiazis Klaue. Schwerer Runenangriff. Ein mächtiger Vorwärtshieb, der eine kleine vertikale Welle mit mittlerem Frostschaden verursacht. Zeig mal her. Yo, okay. Nett, aber mein momentaner gefällt mir immer noch besser.
Den könnte ich sogar verbessern. Wäre vielleicht nicht schlecht. Plus 1 Frost. So. Okay. Das wäre erledigt. Schauen wir uns hier nochmal um. Was leuchtet denn da so komisch? Okay, wisst ihr was? Ach, das kann ich gar nicht betätigen. Ja, komme ich dann hier rein, bitteschön? Ihr seid mir witzig. Krass, ich habe da sogar ernsthaft eine Grube reingeschlagen. Aber gebracht hat es mir trotzdem nichts. Naja. Puh, ich bin soweit. Ich bin soweit. Ich auch. Ich auch. Alles klar, Leute. Dann würde ich glatt sagen, beende ich den Part an der Stelle und dann sehen wir uns im nächsten Part an, wohin uns dieser Weg führen wird. Ich hoffe, wir werden innerhalb kürzester Zeit bei dem Ringtempel angelangen. Mal schauen. Irgendwie sieht das nach einem sehr, sehr weiten Weg aus. Naja, wir werden schon sehen. Bis zum nächsten Mal.